im Basic-Part der Kombination. Das heißt, wir möchten tatsächlich Basic-Techniken jetzt kombinieren. Noch so ein bisschen lassen wir die Beinarbeit, lassen wir ein bisschen außen vor. Möchten jetzt aber ein bisschen in die Schlagkombinationen gehen, was natürlich auch viel Spaß macht. Ja, wir fangen an. Wir schlagen, ne? Führhand, Schlaghand, Uppercut und eine gerade hinterher. Das heißt, wir schlagen 1, 2, Uppercut, gerade hinterher. Ja, schöne Kombination, so ein bisschen reinzukommen, ja, vor allem ein bisschen Hüftrotation da reinzukriegen, ja, dass wir jetzt sagen, wirklich 1, 2, 3 und kommen hinterher. Ja. Beim Pratzenhalter können wir das natürlich in lang arrangieren, dass wir sagen, wir arbeiten wirklich 1, 2, boom, boom, oder wir arbeiten sehr eng, auch damit können wir spielen. Das heißt, dass ich wirklich hier stehe und jetzt wirklich, ne, jetzt geht es darum, die Explosivkraft, also ein bisschen die Muskelreaktion und die Muskelaktivität, gerade im Losbrechmoment zu aktivieren, dass wir sagen, 1, 2, 3, boom. Ja, es wird wirklich sehr kurz. Ja, man sieht, ich habe keine Länge in den Schlägen, ja, sondern ich möchte wirklich hier, ja, die Explosivkraft aktivieren, dass wir sagen, ja, und kommen raus. Ja. Kann ich bei fast allem generieren, also bei fast jeder Kombination generieren. Euch wird auffallen, ganz oft wird der Übende in diesen Bereich reinrutschen, ganz einfach deswegen, weil die Kraft nicht mehr da ist, wirklich lang durchzuführen. Da fehlt dann aber die Explosivität da drin. Ja, dann wird es nur noch kurz, ist aber genauso langsam, keine Explosivität. Seht ihr gerade immer bei der Bewegung, gerade im Losbrechmoment. Ja? Also gar nicht in der kompletten Schlagbewegung, sondern wirklich in dem, ja, dass wir losbrechen, ja, und dass dann immer noch eine kinetische Kette benutzt wird. Ja, also wirklich, dass die Kraft von unten über die Hüfte, über den Oberkörper, über die Schulter und in die Faust geleitet wird. Ja, ist auch ein guter Indikator dafür, wenn was, sag ich mal, wegfällt und nur noch über die Schulter geschlagen wird, dass der Übende müde ist. Ja, das heißt, nächste Kombination, ich möchte einfach auf die andere Seite gehen, das heißt, wir schlagen Führhand, Schlaghand, Führhand, das heißt drei Graden rechts, so wie wir das auch schon in den Basic Techniken vorher gesehen haben, um auf die andere Seite zu gehen, nehmen wir alle einfach als Transition eine Gerade. Das heißt, wir schlagen jetzt drei Geraden, dann den Uppercut und dann eine Gerade hinterher, um in der Kombination zu bleiben. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, rechts auf, links geht wieder los. Ja, das können wir genauso wieder lang schlagen. Das heißt, wir haben 1, 2, schön lang, ja, und kommen hinterher. Ja, oder wir schlagen das Ganze kurz, wieder Explosivitätskraft, also 1, 2, 3, hopp, hopp, und kommen wieder raus. Ja, auch jetzt schon eine Kombination, wo man eher auf die Bewegung achtet, auf die Sauberkeit der Bewegung, beziehungsweise dann wieder, wo wir gesagt haben, in dem Bereich der Explosivkraft, auf die Explosivkraft der Bewegung. Wir fangen an jetzt mit den weiteren Techniken, also mit dem Hook zu arbeiten. Auch hier, ne, würden wir jetzt als Eingangsbewegung einfach für den Kopf eine Führhand, eine Schlaghand, einen Hook nehmen, das jetzt aber tatsächlich wieder verbinden mit einer Gerade am Ende. Ja? Das heißt, wir haben 1, wir haben 2, der Hook und eine Gerade kommt am Ende. Gleiche Kombination, also gleiche Kombinationskette, nur dass wir für den Uppercut einen Hook eingesetzt haben. Das können wir mit jeder Technik so machen. Ja? Das heißt, dass wir wirklich 1, 2, der Hook kommt raus. Ja? Um auf die andere Seite zu kommen, sind wir wieder da. Eine Gerade nehmen wir mehr. Das heißt, wir setzen drei Geraden. 1, 2, 3, der Hook und die Gerade raus mit links. Ja? Das können wir natürlich genauso generieren mit dem Schwinger. Das heißt, wir haben Führhand, Schlaghand, Schwinger, dann eine Gerade raus. 1, 2, Schwinger lang und rechts raus. Sowie wieder die drei Geraden, um auf die andere Seite zu kommen. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, der Schwinger raus und links geht raus. Ja, auch das können wir schön grundlagenmäßig mit einbauen. Ja, dann ist der Fokus nicht mehr ganz so auf der, ich sag mal, nicht geraden Technik. Ja, jetzt möchte ich das aber auch ein paar Varianten der Geraden mit einbauen. Das heißt, wir fangen mit einem Double. Ja, fangen mit einem Double an. Ja, und gehen dann auf rechts und dann in den Uppercut, so wie wir am Anfang hatten. Ja, das heißt, wir haben 1, 2, rechts, Uppercut. Ja, schön locker raus, dass wir sagen, 1, 2, hoppa, hoppa. Ja,
andere Seite. Wie ihr euch schon denken könnt, werden wir auf die andere Seite gehen. Wir gehen Double, rechts geht raus, wir gehen nochmal links raus und dann der Uppercut, ja? Das heißt, wir haben 1, 2, hopp, hopp, hopp. Ja? So kann ich einen schönen Transition reinbringen, haben jetzt auch nochmal eine Variante der Geraden reingebracht. Ja? Wo wir gerade bei dem Double sind, auch da haben wir gesagt, wir können natürlich den Double hinterher setzen über die Schlaghand. Das heißt, wir fangen jetzt zum Beispiel an und setzen die Führhand, Double dann die Schlaghand, also den Power Punch und dann den Uppercut hinterher. Ja, das ist rein praktisch gar nicht so sinnvoll, zum Kopf den Double als Schlaghand zu schlagen, aber es ist eine Vorbereitung darauf, irgendwann zum Körper zu gehen. Wir haben Absacken nach vorne und dann in den Uppercut zu arbeiten. Ja? Das, was wir jetzt machen haben, 1, 1, 2, Uppercut. Ja? Da bitte darauf achten, dass ich, wenn ich die Schlaghand hinterher schlage, auch eine Ranbewegung habe. Das heißt, ich habe eine treibende Bewegung in den Gegner. Ja? Das heißt, wir haben 1, 1, 2, Uppercut. Ja? Auch darauf achten, dass die Schlaghand auch wirklich der Power Punch ist, also auch wirklich, dass da Kraft reingegeben wird.